Die deutschen Slalom-Kanuten haben beim zweiten Weltcup der Saison einen Rückschlag erlitten. Eine Woche nach dem Doppelsieg zum Auftakt in der Slowakei gab es im polnischen Krakau keinen Podestplatz für den deutschen Kanuverband DKV. Am kommenden Wochenende macht der Weltcup in Augsburg Station. Der Kanadier Olympia-Zweite Sidor Stasiadis verpasste nach seinem Erfolg vor Wochenfrist in Liptovský Mikuláš den Endlauf der besten 10, deutlich auch der Leipziger Franz Anton schied im Halbfinale aus. Der Sieg ging an den dreimaligen Olympia-Zweiten David Florence aus Großbritannien. Sebastian Schubert, der im Kajak Anna seinen ersten Erfolg seit 3 Jahren gefeiert hatte, musste sich beim Triumph des britischen Olympiasiegers Joseph Clark mit Rang 7 begnügen. Im K1 der Frauen erreichte Europameisterin Ricarda Funk den 5. Platz, Teamweltmeisterin Jasmin Schornberg kam nicht über Rang 7 hinaus. Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien war nicht zu schlagen. Im Kanadier Anna der Frauen verpasste ein Trio um Jasmin Schornberg den Einzug in den Endlauf. Auch hier setzte sich Jessica Fox souverän durch.